8.30 Uhr, gut drei Stunden bevor die Kundgebung am Brandenburger Tor beginnt. Bauern aus ganz Deutschland auf Achse. Die Stimmung unter den Landwirten ist mies. Auch diese jungen Männer aus Ostfriesland treibt der Frust nach Berlin. Wenn das Volk so einen Aufmarsch hier macht in der Hauptstadt und auch von überall herkommt, und nicht nur das hiesige Volk, auch ja die ausländischen, dass das gesehen wird und dass auch mal darauf reagiert wird, dass vielleicht entweder wirklich ein ganz anderer Kurs eingeschlagen wird oder sie komplett zurücktreten, weil das, was sie machen, ist falsch. Ein paar Stunden zuvor im brandenburgischen Dürrehofe bereitet sich Uwe Schiebahn, Chef der Agrar- und Handels GmbH, mit einigen Kollegen auf die Demo vor. Das letzte Mal war ich zum 1. Mai in der DDR zur Demonstration, weil wir haben eigentlich immer aus der Situation was gemacht und das auch erfolgreich getan. Aber wie jetzt so schön formuliert wird, das Fass ist voll, das Fass läuft über, man streicht uns Subventionen oder man besteuert jetzt den Diesel weniger. Das macht bei uns eine wirklich große Summe aus. Zurück nach Berlin, wo gleich die Kundgebung beginnt. Am Brandenburger Tor wird es eng. Auch hier entzündet sich der Zorn am Agrardiesel, aber das erscheint fast symbolisch. Es ist ja nicht nur der Agrardiesel und die Kfz-Steuer. Es ist die Stilllegung, es ist die Bürokratie, es ist die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, es ist der Pflanzenschutz, was man immer noch mehr Auflage kriegt. Es geht nicht mehr. Unsere Jugend will nicht mehr. Und wir wollen langsam auch nicht mehr. Wir haben ja das Gefühl, dass man uns gar nicht mehr wahrnimmt. Und wir sind auch wirklich sauer, dass man uns in die rechte Ecke stellt. Wir sind so froh, dass wir sind wirklich stark und wir haben die Demonstrationen hier sehr, sehr gut organisiert. Und das schaffen wir auch ohne rechts und ohne links eigentlich. Ich bin weit von entfernt zu sagen, dass ich ein Befürworter der AfD bin. Davon distanziere ich mich ganz klar. Aber das, was die jetzige Regierung hier leistet, auf gar keinen Fall. Das geht so nicht. Da wundert es dann auch nicht, dass der Finanzminister mit einem Proteststurm empfangen wird. Dabei versucht Christian Lindner zumindest zaghaft auf die Landwirte einzugehen. Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt. Aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit erhalten. Und das wäre eine Chance in dieser Lage, die man nicht ausschlagen sollte. Die Antwort deutlich. Auch Uwe Schiebahn aus Dürrehofe hat Lindner erlebt und ist wie die meisten Landwirte nicht zufrieden. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt heute, weil wir haben gar nichts erreicht. Ich bin ziemlich enttäuscht, obwohl ich das genau so erwartet habe. Ich habe heute Morgen, ich bin ja um 4 im Unternehmen gewesen, die Traktoren sind losgefahren. Ich habe das Morgenmagazin verfolgt und es wurde eigentlich von der FDP genauso signalisiert, dass es keine Abweichung gibt von der Position und ich bin sehr enttäuscht. Viele sind wie er enttäuscht und wütend. Und damit ist klar, die Bauern werden wohl so lange weiter protestieren, bis sie das Gefühl haben, mit ihren Forderungen von der Regierung gehört zu werden. Also, das muss man mal an der Stelle festhalten, doch etwas gemäßigter, demokratieverbundener als zuletzt die Bauern heute bei ihrem Protest. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, hat sich heute auch noch mal darüber beschwert, dass versucht werde, Zitat, den Protest in die rechte Ecke zu drängen. Da muss man vielleicht noch mal sagen, dass sich einige darunter ganz beherzt selbst da hineingestellt haben, auch vor unserer Kamera. Im Prinzip wäre es richtig, wenn die alle geschlossen ihre Parteien irgendwie zumachen und wir kriegen dann eine Militärregierung, weil... Eine Militärregierung? Dafür wäre ich. Deutschland muss souverän werden. Sind wir seit 45 nicht mehr. Was ist rechtsextrem? Vaterlandliebe? Fragezeichen? Ja, rechtsextrem ist dann eigentlich genau das, wenn die Regierung nicht mehr nur kritisiert wird, sondern gewaltsam umgestürzt werden soll. Eine Stimme aus dem Protestpulk, aber nicht die einzige mit extrem zweifelhaftem Demokratieverständnis. Wir gucken drauf mit Olaf Sundermeier aus dem rbb24-Rechercheteam. Schön, dass du bei uns bist. Du hast den Protest die ganze Woche begleitet und im Blick behalten. Und heute, muss man sagen, ging es doch ein bisschen besonnener zu, kann man sagen. Ja, der Deutsche Bauernverband hat die Lage unter Kontrolle, das muss man ganz deutlich so sagen. Also es waren schon zahlreiche Leute aus der rechtsextremistischen Szene auch mit vor Ort.
vereinzelt im Verhältnis zu der großen Zahl der Bauern eine verschwindende Minderheit. Aber es gibt halt auch viele Bauern, die so denken wie der junge Mann, den wir jetzt gerade gehört haben, offen rechtsextremistisch, offen umstürzlerisch. Das haben wir sehr häufig gehört in den vergangenen Tagen überall in Brandenburg. Auch am vergangenen Montag vor dem Brandenburger Tor, wo die Demonstration sehr viel radikaler war als heute. Nach meiner Erkenntnis hat der Deutsche Bauernverband in den vergangenen Tagen stark darauf eingewirkt, dass dort keine Ampeln hängen, dass dort keine rechtsextremistische Symbolik heute offen gezeigt werden würde. Und das hat funktioniert. So blieb der Protest weitgehend friedlich, wenn auch laut und wütend, vor allen Dingen gegen den Bundesfinanzminister. Also man kann konstatieren, der Bauernverband versucht sich sozusagen nach Kräften von radikalen Thesen zu distanzieren, auch damit die eigentlichen Forderungen gehört werden. Aber die Radikalen, die sind vor Ort und die können da auch mit Zuspruch rechnen. Ja, das ist auch der Hauptvorwurf, den uns Medienschaffenden auf all diesen Demonstrationen immer gemacht wurde, zu sagen, wir dringen mit unserem grundsätzlichen agrarpolitischen Anliegen gar nicht durch, weil ihr so viel zum Thema Unterwanderung instrumentalisiert durch die AfD zum Beispiel berichtet, und die ist offensichtlich sehr stark, vor allen Dingen auch in Teilen Brandenburgs und anderen ostdeutschen Bundesländern. Das ist der Hauptvorwurf, mit dem wir konfrontiert wurden. Aber die Bauern haben von Anfang an das Motto, Ampel muss weg, die Ampel muss weg, sich zu eigen gemacht, was dann weitergedreht wurde durch Rechtsextremisten zu, wir wollen Neuwahlen und am Ende ein anderes Deutschland nach der Form, wie das der Bauer in diesem Einspieler vorgetragen hat. Heute war der Protest unter Kontrolle des Deutschen Bauernverbandes. Also ist da wirklich von einer Unterwanderung richtig die Rede? Also das wird ja allenthalben in der Presse immer so genannt. Oder kommt das nicht doch aus der Mitte der Bauernbewegung? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt sehr viel aus der Mitte. Das haben wir auch heute gesehen bei sehr vielen Menschen, die aus allen Teilen des Landes angereist kamen, auch in verschiedenen Gesprächen. Wir haben aber auch eine strukturelle Unterwanderung, zum Beispiel in der Lausitz. Das haben wir beim RBB recherchiert in den vergangenen Tagen, wo die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes aus einem rechtsextremistischen Verein Zukunft Heimat, nämlich kommt, dort die Proteste gegen Bundeskanzler Olaf Scholz organisiert hat am vergangenen Donnerstag. Diese Frau wurde inzwischen freigestellt zur Prüfung dieser Vorfälle, und die AfD hat das komplett an sich gezogen in der Lausitz. Das ist hier heute bei der Demo in Berlin nicht gelungen. Es war also auch eine Woche mit einem ziemlichen Clash zwischen Land- und Stadtbevölkerung und auch ein Clash der Weltanschauung. Das kann man so stehen lassen, oder? Ja, ich fürchte bitte, auch, dass das bleibt. Ich habe auch die Sorge, dass sich dieser Graben noch weiter vertieft hat in der vergangenen Woche zwischen Stadt und Land. Keine schönen Aussichten und vor allen Dingen kein schönes Fazit am Ende dieser Woche. Einer Woche Bauernprotesten. Vielen Dank, Olaf Sundermeier, dafür.